Willkommen bei Benny und Steve. Willkommen auf diesem Kanal. Wir spielen heute für euch Scorn. Und wir gehen rein in die offene Wunde. Also glaube nicht, dass wir ein Mensch sind. Ja, jetzt nicht mehr. Also wahrscheinlich vorher auch schon nicht mehr. Ach so, meinst du, dass wir eventuell verändert worden sind, dass wir mal ein Mensch waren? Das kann natürlich sein. Oh, das sieht aber auch aus, die Hände. Ja, das ist alles. Da sind wir nackt. Also wir sind auf jeden Fall humanoid. Wenn da jetzt nicht noch irgendwie 5 Füße hinter uns dran sind. Aber Epidermis ist nicht so unsers irgendwie. Also Haut wird überbewertet anscheinend. Okay. Guck mal kurz an die runter, bitte. Hab ich ja schon. Geh mal kurz ins Licht und das meine ich halt so, weißt du? Wenn du siehst, überall ist offene Wunde und ihr kennt es wahrscheinlich selber, wenn ihr mal irgendwie hingefallen seid, irgendwie, ihr seid nur über den Asphalt geschrammt, irgendwie, wie diese kleine Stelle, die offen ist, wie die wehtut. Irgendwie, und jetzt stellt euch mal vor, euer kompletter Körper ist offen. Offen. Also, das ist. Okay. Alles. Da tut alles weh. Da tut einfach alles weh. Da willst du dich noch nicht bewegen, eigentlich. Nee. Also, da würdest du auch gar nicht laufen. Also, nee, da geht nichts. Und okay, dann stell dir mal vor, du schleifst dich halt über irgendeine Felslandschaft rüber, weißt du? Offen für alles. Ach, fieser Wicht, Alter. So, was ist das? Ist das eine Tür? Türsteuerung? Wie kann ich hier. Kann ich jemand irgendwas machen? Nö. Okay. Kann ich hier irgendwas machen? Nö. Oh, da kommt gleich so. Ich mach Shooter. Das ist von Star Wars raus. Alter Blinky. Gehen wir jetzt erstmal hier links vorbei. Wo sind wir denn jetzt hier? Was ist das für ein Konstrukt? Es sieht ein bisschen aus wie ein Raumschiff bei Aliens. Stimmt. Ne? Ja, also ja. Ja. Ich sehe die Ähnlichkeit. Gott. Das sieht schon echt ziemlich krass aus. Ja, aber was ist jetzt unser To-Do? Also außer wahrscheinlich erkunden? Haben wir Menü oder irgendwas? Menü. Also ein Inventar oder irgendwas? Nee, aktuell noch nicht. Also ich drücke jetzt den Tab. Gar nichts. Überhaupt nur Stammer. Nee. Blizzard. Noch nicht mal eine Taschenlampe? Nee. Ja, du siehst halt irgendwelche fremdartigen Bilder und denkst dir halt einfach, wozu ist das da? Was soll das sein? Was macht das? Das leuchtet blau. Okay, hier unten geht's nochmal weiter runter. Was ist das hier? Wo sind wir hier? Das ist jetzt wirklich ein riesen... Sieht wirklich aus wie so ein riesen Monster-Raumschiff. Oder ist das alles ein Organismus? Also sieht ja aus, das ist da Materie. Also, ja, das ist doch... Also, Biomaterie ist das doch. Oder? Das... Ach so, meinst du das, dass das jetzt hier alles, oh Gott, so eine Fleischfabrik ist mäßig? Warum ist jetzt hier ein Licht an? Na, war bei dem anderen nicht auch ein Licht an? Nee. Also nur in der Mitte hier? Doch, nee, an, oder? Da war auch ein Licht. Jetzt gehe ich aber nochmal zurück. Also jetzt muss ich mal den ganzen, I go down. Also, jetzt also wahrscheinlich brauchen wir eine Schlüssel oder irgendwas dafür, würde ich jetzt mal sagen. Meinst du? Naja, also es wirkte wie ein Schloss. Und wenn du da nicht irgendwie mit interagieren kannst oder sich die Tür nicht öffnet, würde ich jetzt mal so denken, ja, mal gucken, das war noch vielleicht.
Also so, was auch immer hier ein Schlüssel sein mag, irgendwie in dieser Art Spiel. Irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht irgendwie eine Gallenblase, die da hinklemmst oder was. Oder ich weiß nicht, irgendwie eine Eiterbeule. Die Niere. Die Niere. Ah, siehst du? Da leuchtet doch nichts. Ah, na okay, das eine sah wie Leuchten aus da unten. Ach so. Ich hätte jetzt gedacht, dass du das hier in der Mitte meinst, deswegen. Nee. Aber gut. Na gut, gehen wir erstmal wieder zurück. Vor allen Dingen auch hier dieses Mittelkonstrukt. Was ist, also... Was soll das sein? Das hier. Wird die was fallen gelassen? Sind es hier einfach nur sind irgendwelche Netzwerkkabel, Sensoren? Netzwerkkabel, Benni. Netzwerkkabel, genau. Sind die hoch im Serverraum. Oh, geil. Na, ja, können auch, ja, ich weiß nicht. Also kommt drauf an, ne? Wenn wir jetzt halt wirklich in einem großen Organismus drin sind, können es auch Arterien sein oder irgendwas. Wir lassen uns überraschen. Irgendwann ekelt wird das schon werden. Okay, also die Türen kann man auf jeden Fall zumindest schon mal nicht öffnen. Aber ich finde die Idee mit dem Schlüssel gar nicht so verkehrt. Hier haben wir jetzt ja auch irgendwie einen zentralen Raum, der... I don't know. Irgendwas macht. Macht. Und jetzt gehen wir in eine Höhle? So, und das, Benny, ist zum Beispiel so ein Paradebeispiel dafür, irgendwie für so ein Anti-Feel-Good-Spiel. Ja, ja. Alles in diesem Spiel schreit dich an und sagt, fühl dich hier mal nicht wohl, mein Freund, Alter. Hier nicht. Oh, hier ist offen. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Das heißt, wir müssen hier durch. Hello. Lassen Sie mich mal durch. Okay, ich hoffe, die Tür geht jetzt noch nicht zu, während wir so drin stecken. Okay. Okay, wir können auf jeden Fall nicht mehr zurück. Ja. Was ist denn das? Toilette? Was ist denn das? Was soll das sein? Muss ich mich hier raufsetzen? Jetzt mal ohne Scheiß, geh mal rein. Was soll denn das sein? Ja, also... Ja... Weiß ich nicht. Also ist fährt man damit? Was? Also ich hätte jetzt auch gesagt transportmittelmäßig, weil das sieht hier aus wie so ein Lenkrad. Ja. Vorne. Das sieht aus, als ob du nie wieder aufstehen musst, weil du kannst quasi alles ablassen. Ach, du wirst so angedockt oder was? So Matrix-mäßig oder was? Ja. Oh, was kann ich denn da andocken? Was ist... Oh, warte mal. Nee, ist nicht ganz in der Höhe. Das ist einfach, Oh, okay. Für die Hand. Okay. Okay. Oh, Guten Abend, Ivo. Hi, Ivo. Grüß dich. Die Rennpulat, hi. Okay, was haben wir jetzt da an der Hand? Mach das mal ab, Alter. Das ist ekelhaft. Ich hab keine Ahnung. Kann ich hier nochmal... Hallo? Können wir uns das angucken? Nee, also... Nicht so richtig, ist oder? Ist das eine Uhr, oder was ist das? Haben wir jetzt so ein Interface dran? Ist das eine Waffe? Oder ist das ein Schlüssel? Achso, jetzt kommen wir hier nicht mehr wieder raus. Ja, stimmt. Das könnte ein Schlüssel sein. Okay, was haben wir hier? Weiß ich nicht, Alter. Also, ich würde da auf jeden Fall keine Hand oder irgendwas drinstecken. Ich wollte gerade sagen, wir haben gerade da die Hand reingesteckt und haben irgendwas an unser linkes Handgelenk bekommen. Jetzt soll ich hier meine rechte und meine linke Hand reinstecken? Jetzt mal ohne Scheiß, Benni. Ohne Scheiß. Guck mal nochmal zurück zu dem anderen Ding, wo du gerade das Handgelenk verpasst bekommen hast. Also, ich möchte nicht wissen, wie viele pubertierende männliche Individuen da jetzt nicht ihre Hand drin gesteckt hätten. Lass den Gedanken einfach kurz sacken. Lass ihn sacken. Weil ich kann hier auch nichts anderes machen, außer darauf klicken. Na denn? Oh, ist der nicht hier? Thanos Handschuh, der Infinity Handschuh? Was ist... Ist das eine Türsteuerung? Was ist denn das für eine bizarre Scheiße, Alter? Soll ich den jetzt... Okay, das kann ich nicht machen. Sollte ich das eher mit Dings spielen? Mit... Spielst du über Pad oder? Also über Controller oder über die Tastatur? Über die Tastatur. Ich bin gerade am überlegen, ob ich auf Controller wechsle. Ich wechsle mal lieber auf Controller. Sieht aus wie Controllersteuerung. Musst du dich diagonal bewegen? Weil dann ist Tastatur immer so ein bisschen blöd, tatsächlich. Interface okay, trifft das schon. Kann ich hier... Warte mal, das kann ich öffnen. Ach nee, warte, ich muss... Ah, okay. Das öffne ich jetzt. Und jetzt... Ah, okay, verstehe. Du, Ivo, wir haben jetzt gerade angefangen. Wir wissen exakt genauso viel wie du. Also, das Spiel läuft seit 10 Minuten und wir haben keinen Plan irgendwie. Wir sind irgendwie nackter
keine Ahnung, was wir sind irgendwie und wir sind irgendwo. Oh! Lauf, Junge, lauf! Okay, ich muss die Sprinttaste erst finden. Ich wusste nicht, dass sich die Tür automatisch schließt. Ah, das ist halt der Torwächter war nicht da. Gut, okay, ich spiele jetzt erstmal mit Controller. Aber guck mal, jetzt sind wir in dem großen Raum, auf dem Platz, den wir von oben gesehen haben. Was ist denn das für ein... Oh, nee. Stimmt, wir standen da oben, ne? Ja. Aber was ist das hier für ein Mittel? Dave! Dave, du! Mann! Alter Puderquaster, grüß dich! Schön laut eingestellt, die Alerts heute. Schön laut hier. Ja, ja, der burnt ganz schön, ganz toll. Willst du erstmal hier hoch? Ja, lass uns mal, ja. Die Aussicht genießen quasi? Ja, erstmal von oben mal einen Überblick verschaffen vielleicht. Gott, Steuerung. Oh, sind wir irgendwo eine Tetanus Spritze besorgen, Alter? Was ist denn bitte? Weiß ich nicht. Und erstmal gucken, weil hier gibt's auch noch überall Abzweigungen. Also hier gibt's ja auch irgendwie wie so eine Art Schienensystem oder sowas. Was ist das hier unten? Sind das keine Schienen? Ah, guck mal, da ist nochmal so ein Sitz, wie wir vorhin gesehen haben. So ein Sessel. Ach so, hier unten, ja, stimmt. Kannst du die über die Schienensysteme bewegen? Das sieht so aus, wa? Na, guck mal, da kannst du dann auch, ja. Guck mal, da unten ist auch so ein, warte mal. Wir gucken uns erstmal hier kurz. Zarrer Scheiß hier, Alter. Warte mal, wir gucken uns erstmal das hier an. Mal gucken, was das jetzt hier sein soll. Was ist das? Ich wusste ja nicht, wie man das bedienen sollte. Was ist. Ach, das ist eine Draufsicht. Was? Was kann ich denn jetzt hier machen? Warte. Hey. Ach, du kannst die Weichen stellen. Du hast recht, ja, Benny, das sind Weichen. Schienen. Ja, aber wie. Also jetzt sind sie ja, also jetzt ist es ja geschlossen. Das ist ja Kreis. Jetzt ist hier Schiene, ja. Schiene. So, du kannst ja aber in die Abzweigung auch noch mit rein. Jetzt ist die Frage, wann muss ich wie wohin? Ja, ne, wie viele Ausgänge haben wir denn mit Schiene? Wir haben 1, 2 und oben noch einen dritten, ne? Genau. Nee, 1, 2, 3, genau. Den ist ja ein Ausgang und den da oben. Haben wir denn unten irgendwas auf den Schienen drauf? Das sieht nicht so aus, ne? Doch, also was ja noch weiß markiert wird ist, ich weiß gar nicht, kann ich mit dem Mauszeiger, nee, kann ich nicht rauf, scheiße. Jetzt links neben dem Punkt, da ist ja so ein, ich sag jetzt mal, ein Strich, weiß ich nicht, ein... 11 Uhr. Ein Raptor. Ja, 11 Uhr, genau. Mhm. Ist das das Ding, was wir bewegen müssen? Jetzt eben die große Frage. Na, was, ich wüsste ja nicht, was das ist, schau mal runter, Ist das nicht hier dieser Sitz? Hier, guck, dieses Ding da? Weil wir haben ja hier oben rauf geguckt, von der Perspektive. Das war jetzt oben und das war 11 Uhr. Und das ist ja dieser Turbositz. Kannst du mit dem interagieren, wenn du unten bist? Kannst du den irgendwie auf die Schienen raufschieben? Weil jetzt steht es ja eher wahrscheinlich irgendwie im Abstellgleis oder was? Genau, das wäre jetzt ja das Ding hier, ne? Richtig, oder? Warte mal, kann ich hier... Okay, also mit dem können wir interagieren. Nee, kann ich nicht. Ja. Also dieses durchgestrichen Zeichen sagt, nee, was ist denn das hier oben? Was bist du? Nochmal so ein Panel, so ein Türöffnungspanel. Kransteuerung? Was ist das? Was ist denn das? Ah, können wir den jetzt da raufheben? Warte. Nee, oder? Da muss irgendwas reingesetzt werden. Ich muss da was rausheben. Guck mal, weil wenn ich hier rauf drücke, dann versucht er das zu greifen. Ja. Und jetzt könnte ich quasi das weiter nach oben ziehen. Und wahrscheinlich kann ich noch weiter nach oben? Nee, das war's. Links, rechts kann ich auch nichts machen. Ich kann nur hoch und runter. Okay. Okay, warte mal, dann gehe ich jetzt hier mal wieder raus. Aber was soll denn da hin? Okay, haben wir gucken noch, uns weiter mal. Was haben ist das wir noch irgendwelche Abs... Was sind das alles für Bedienelemente, ey? Ich hab keinen Schimmer. Oh, Igitt, Alter. Was? Was macht das? Was passiert da? Was ist denn das? Er bewegt nur dieses Ding, aber ich weiß nicht, was es soll. Ich kann auch nichts machen. Also ich kann nur einmal bestätigen und dann macht er genau das, was wir gerade gesehen haben. Könntest du nochmal machen? Er zieht es dann irgendwie runter. Und das war's.
Na. Na. Okay. Also eins steht mal fest, ich würde nirgendwo da meine Gliedmaßen irgendwo reinstecken. Weder meine Finger, noch meine Hände, noch meine Arme, noch meine Genitalien. Irgendwie, nirgends. Gibt's denn? Nee, von hier sind wir gekommen. Genau. Okay, warte. So, wo geht's denn hier lang? Was bist du? Was seid ihr alles? Ja, sieht aus wie ein Fahrstuhl. Ey, ich bin völlig überfordert. Ja, extrem viele Bedienelemente irgendwie. Was machst du? Okay, eine Art Arm. Den kann ich nur nach rechts drehen. Kann ich den jetzt nochmal drehen? Ne, jetzt kann ich nur noch nach links drehen, okay. Also das ist die einzigen Funktionen, die ich habe, sind rechts und links bei dem Ding hier. Okay, also irgendwas muss anscheinend da unten stehen, was hochgehoben wird oder was. Also hier müssen wir wahrscheinlich irgendwas hinbringen. Genau, okay. Und was macht der hier? Ein kleiner Bagger. Okay. Das ist ja wie ein Kinderspielplatz. So ein Bagger. Okay, hier kann ich nichts machen. Ne? Also hier geht ja auch das Schienensystem lang. Das heißt, hier müsste ich wahrscheinlich irgendwas hintransportieren. Genau, richtig. Und wenn ich das habe, kann ich wahrscheinlich dann irgendwie hier rein. Wir können mal gucken, was passiert, wenn wir hier rein... Also fahren wir jetzt nach oben? Ist das jetzt ein Fahrstuhl? Was ist das? Sind das Sehnen? Was ist denn das? Oh Gott, wir fahren wirklich nach oben. Ich habe nicht damit gerechnet. Das ist ein Eislöffel, aha. Okay. Na, dann lass uns doch mal hier eine große Kugel Vanilleeis besorgen. Okay. So, jetzt können wir hier raus. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir hier rauskommen. Will der mich verarschen? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Was ist das? Okay, kann ich hier irgendwas machen? Was machst du? Das Spiel besteht nur aus Bedienpanels. Oh, kannst du da was abpflücken? Ach du Scheiße, ich kann hier Sachen bewegen. Okay. Hä, hey, was ist... Okay, warte mal, was ist denn... Warte mal, was... Okay. Gut, mal, also ich kann hier Sachen bewegen. Warte mal, wir haben zwei Eier, ich nenne sie mal Eier, irgendwie die leuchten unten. Siehst du die? Und der Rest ist entweder aus oder kaputt. Kannst du die leuchtenden Eier irgendwie greifen? Was passiert denn, wenn ich jetzt hierauf drücke? Also ja, also müssen wir mal gleich mal gucken. Ah, okay. Er würde jetzt ein Ei nehmen und würde das in den Stuhl packen, oder was? Okay. Hä? Okay, warte mal. Okay, also das heißt, wir müssen denn die Eier... Also, wenn du jetzt richtig liegst... Du meinst jetzt die Dinger hier, ne? Genau, richtig. Dass du die jetzt einfach mal da oben zu dem leuchtenden Punkt bringst. Ach, das sind auch noch einzelne Eier. Ach, da kann ich nicht hin? Ach so! Ah, okay. Die anderen sind im Weg. Jetzt heißt, ich muss die erstmal hier rüberziehen. Okay, verstehe. Dann kann ich jetzt den hier nehmen. Und den jetzt hier quasi an die Position bringen. Genau. Und jetzt könnte ich wieder raus und könnte den jetzt hier krabbeln oder keine Ahnung. Jetzt war kein Schimmer, was wir damit machen, aber warum? Oh Gott. Okay, gut, das lief nicht so gut. Zum Glück haben wir ja noch ein Ei. Hat da noch was gelebt? Wahrscheinlich. Also... Sorry, Kumpel. Okay. Gut, dann versuchen wir das mit dem anderen Ei. Ja, probieren wir das mal mit den Geschwisterchen. So. Ach, das ist ja... Das ist kein Einzel... Oh Gott, das ist kein Einzelei. Wie, kein Einzelei? Ja, ich kann das nicht bewegen. Guck mal hier, wenn ich jetzt versuche, das zu bewegen... Ja, die hängen mit der Klöte da drunter noch verbunden. Genau. Oh. So, den kriege ich auch nicht bewegt. Oh nee, das ist ja jetzt so, nee. Das sind so Rätsel, die ich nicht kann. 2 hours later. Ja, that's it. Und jetzt du... Genau. Jetzt kommst du rüber. Ey, das fängt ja schon richtig gut an hier mit unserem Rätsel. Lass sie spielen.
Fantastisch. Großartig. Also okay. So, wenn er den jetzt wieder fallen lässt, ist aber halt los. Ja, da, aber wir haben ja keine Alternative mehr, also, oder haben wir hier noch irgendwelche leuchtenden Eier? Na, hoffentlich nicht. Das wäre ziemlich weit weg. Oh Gott, oh bitte nicht. Wo ist denn jetzt hier mein Knöpfchen? Links. Ah ja, hier. Gott, ich bin verwirrt. Aber gut. Bitte nicht fallen lassen. Jetzt gucken wir mal, schafft das? Nicht runterfallen. Okay, diesmal blutet's auch nicht. Danke, Sunny. Vielen Dank. Alter, hängt da was drin? Was ist denn da? Ist das... Okay. Oh Gott. Oh, das lebt. Müssen wir das jetzt abholen irgendwo, oder was passiert jetzt? Gehen wir nochmal zurück, zu diesem... Oh Gott. Jetzt wo war denn das? Also wir haben diesen Kettenlauf haben wir schon mal gesehen. Das ist da, wo der Bagger stand in dem Raum. Dieser kleine Schaufelbagger. Also nochmal mit dem Fahrstuhl jetzt runter? Ja, ja. Okay. Also er ist ja auch runter bewegt worden. Okay. Also gehen wir jetzt erstmal mit dem Fahrstuhl runter. Jetzt ist er dein neuer bester Freund, genau. Ich will nur spielen! Oh Gott. Hab mich lieb! Jetzt hier der Ausgang. Ach, da. Da, und genau, wenn wir jetzt nach oben gucken, da war tatsächlich. Oder. Warte mal, dreh dich mal. Also nicht hier. Stopp, runter. Runterschauen. Irgendwo habe ich diesen Kettenlauf gesehen. Irgendwie, wo der runtertransportiert wurde. Wo war denn das? Der Kettenlauf, okay, warte mal. Wir gucken jetzt hier. Hier war das richtig. In dem Raum. Aber. Genau, weiter links. Da an dem Ding bin ich der Meinung. Da ist er. Oh Gott, da was ist er. Was ist denn mit ihm hier? Achso, jetzt müssen wir den hier in unser Sitz packen, oder was? Genau. Hol Fleisch wieder runter, Benny. Kannst du ihn jetzt greifen? Ich versuch's gerade. Aber sei zärtlich. Ich versuch's. Ich geb mein Bestes. Nicht fallen lassen. Klumpi. Oh, scheiße. Können wir jetzt die... Okay, jetzt hier rauflegen, oder was? Okay. Okay. Fährt er von alleine jetzt los? Wahrscheinlich nicht. Alter, lass mal hier wieder raus. Ist denn das für ein deformierter Klumpen Fleisch, ey? Ich muss ihn jetzt schieben? Alter. Oh Gott! Oh, der sagt bestimmt die ganze Zeit, töte mich! Oh. Aber jetzt ist die Frage. Warte mal, muss ich jetzt hier hin? Oh, der tut mir richtig weh, wenn ich das sehe, Alter. Der tut mir richtig weh. Und muss ich jetzt mit ihm hier irgendwas machen? Also, weil hier hatten wir ja vorhin auch nochmal so ein Ding, was jetzt. Was macht der? Was ist das jetzt? Was macht der da? Ich weiß nicht. Was ist denn das? Ein Eierschlüpfer soll Bruchstellen verursachen. Ja, weiß ich nicht, ob der jetzt. Was? Oh, yep. Oh Gott, was hast du getan? Ich hab keine Ahnung. I don't know. Was ist da passiert gerade? Was ist denn? Es war eine Impfung. Mit Friseur oder was? Alter, ey. Oh, das ist ja übel, das Spiel, ey. Was passiert? Also, machen wir uns jetzt hier neue Gestalten? Was passiert da? Okay, warte mal. Wir müssen die Weiche umstellen, dass wir rüber zu dem Raum kommen, wo der Bagger vielleicht ist. Oh nee, okay. Ach Klumpi, Mann, das tut mir so leid. Das sieht gar nicht gut aus. Nicht hier hoch? Nein. Okay, das heißt Weiche. Weiche von mir, Satan. Weiche von mir. Wo war jetzt das Panel?
Ach da. Das ist genau. Oh, das ist jetzt über dein Gesicht gestülpt, ey. Genau, die da oben. Die? Eine Uhr. Genau, die. Also da müsste jetzt der Wagen irgendwo stehen, ne? Nee, der Wagen steht hier unten. Der ist unten. Also die hier. Wo waren der Bagger? War der oben oder war der unten? Das weiß ich nicht mehr. Ja, wenn nicht, der alle drauf Ausgang. Schauen wir jetzt erstmal alles auf Ausgang. So, gehen erstmal wieder raus. Ich weiß nämlich nicht, ob wir dann wieder eventuell, wenn wir... Ich weiß jetzt auch nicht, was jetzt da passiert, also... Naja, wir werden sehen. So, hier war der Grebbler. Wo ist denn jetzt der Typ? Da hinten. So, hier haben wir ihm eine neue Frisur verpasst, so schön wie du sagst. Was hat das überhaupt getan? Das sah ja aus wie eine orthopädische Richtung oder irgendwas. So, komm, wir drehen hier jetzt mal den Kopf gerade oder irgendwas. Wir gucken jetzt mal kurz, wo geht's denn hier lang? Ja, da. Hier geht's zum. Benni, ich hab ein ganz mieses Gefühl. Ich auch. Wie Obi-Wan sagen würde, ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Ja, du, es tut mir leid, aber ich glaube, wir müssen jetzt da rein. Entweder Bagger oder das andere. Ja, ich glaube, wir müssen zum Bagger. Also, du hast aber schon gesehen, wie die Form der Schaufel ist, oder? Also, ich... Der wird ja jetzt nicht einfach... Der wird den ja rausschälen, Alter. Ja. Mach halt nicht, Benni. Ja, was soll ich denn sonst anderes machen? Das ist unser Kumpel, Mann. Ja, aber er ist ja anscheinend noch nicht komplett geschlüpft. Wenn du es als Schlüpfen betiteln willst. Ach, ich muss jetzt erstmal mit dem Greifarm? Oh Gott. Das war der Falsche. Das wird nice. Warum 257? Oh, ja, scheiße. Warte mal, hier, da, zu dem muss ich erstmal hin. Ich muss ihn ja erstmal greifen. Und wahrscheinlich denn dahin. Packen. Ach, Klumpi! Klumpi! Wie er noch die Arme nach uns ausstreckt. Hilfesuchend. Er war doch noch so jung. Oh, sei doch vorsichtig. Ich... Okay. Oh, Benni, ich lobe das. Oh nein. Okay. Ich kann nichts anderes machen. Es tut mir leid. Oh nein! Oh. Dem geht's gut! Der ist. Er ist. Oh. Ich bin ehrlich, Benni, ich glaube, Klumpi geht's nicht gut, Alter. Klumpi geht's nicht gut. Okay, was machen wir jetzt? Nehmen wir jetzt wieder den Sitz hier mit? Nee, den brauchen wir nicht mehr. Guck mal in den Stuhl, hat der irgendwas fallen lassen? Können wir uns hier seine schöne Schale nehmen oder was? Du hast recht, ich kann hier irgendwas nehmen. Seinen Arm! Na klar, komm, lass uns mal seinen Arm nehmen. Warum? Jetzt ist unser Arm. Ach scheiße, Klumpi, Alter. Das hast du nicht verdient. Jetzt habe ich den in der Hand? Warum habe ich den in der Hand? Dieser Wicht. Hast du das gerade gesehen?